In Greifswald ist es so, dass wir sehr viel Verkehr in der Innenstadt haben. Und die Lastenräder bieten eben den Vorteil, dass sie auch durch schmale Straßen kommen, ohne den Gegenverkehr aufzuhalten. Dass man die gut ausgebauten Radwege in Greifswald nutzen kann, um so weniger Autos im Verkehr zu haben. Der AStA, das ist der Allgemeine Studierendenausschuss hier in Greifswald. Wir sind die Außenvertretung der Studierendenschaft. Der AStA ist vielleicht deshalb speziell, weil wir kein großes System damit aufgebaut haben, sondern wir haben durch das Projekt einen Anhänger bekommen von der Firma Cala Cargo. Was wir dann gemacht haben, ist noch ein eigenes Fahrrad angeschafft, das man vor den Anhänger hängt. Und das verleihen wir ganz regelmäßig an Studierende in erster Linie. Ich glaube, die Idee dahinter war, dass das Lastenrad mit einer Box, so wie man es klassisch kennt, dass das natürlich von vielen Stellen hier schon angeboten wird und wir mit dem Anhänger so gewissermaßen eine Lücke erfüllen. Und ich denke, das bietet sich halt auch deshalb an, weil wir natürlich auch Regenbetrieb haben, was Umzüge angeht. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Lösung für die Studierenden, sich dann einfach das Rad für den Nachmittag auszuleihen. Mein Name ist Jada Ladu. Ich studiere im 4. Semester Politik und im 2. Semester Kommunikationswissenschaft. Das Lastenrad musste ich ausleihen, weil ich vor 2 Monaten einen Umzug hatte und ich kleine Gegenstände wie zum Beispiel einen Nachttisch hatte, der sich besser transportieren lässt mit so einem Lastenrad. Für uns als AStA macht es Sinn, dass wir die Entwicklung mit Lastenrädern in unserer Stadt fördern. Ich denke, die Kernvorteile bestehen darin, dass wir weniger Autoverkehr auf den Straßen haben, dass die Menschen flexibler sind und dass natürlich auch der Umwelt damit gedient ist, weil wir eben keine Abgase produzieren mit den Lastenrädern. Wir hatten sicherlich einige Schwierigkeiten am Anfang. Dinge, die wir organisieren mussten, waren irgendwie das publik zu machen unter den Studierenden, damit die auch von dem Angebot wissen. Wir haben natürlich ein System für den Verleih einrichten müssen. Wir haben einen Carport bauen lassen für das Lastenrad, damit es auch witterungsgeschützt ist. Aber das waren Kleinigkeiten am Anfang, die wir schnell bewältigen konnten. Erfahrungsgemäß ist es schon so, dass es sehr frequentiert benutzt wird. Das sind oftmals dieselben Leute, die das wöchentlich oder zweiwöchentlich nutzen. Aber wir können auch ganz regelmäßig feststellen, dass wir eben neue Leute haben, die dann durch Freunde oder Ähnliches davon erfahren haben. Also ich habe über das Lastenrad gehört von Freunden, die das Lastenrad schon mal vor mir verwendet haben. Dass das Lastenrad einen elektronischen Motor hat, ist wirklich super. Ich dachte, man braucht wesentlich mehr Kraft, um so ein Gerät von A zu B zu schaffen. Das Schwierige beim erstmaligen Benutzen ist, dass das Lastenrad hinten breiter ist, als es vorne ist. Das heißt, man muss beim Fahren doch schon aufpassen, dass man hinten nicht irgendwo gegenkratzt. Eine positive Überraschung war auch, dass das Lastenrad so stabil ist. Also ich habe mir am Anfang erst Sorgen gemacht, dass ich damit leicht umkippe. Aber da das Lastenrad, das wir haben, 2 Reifen hinten hat, ist man sehr stabil drauf. Ich glaube, eine positive Überraschung für uns war, dass wir auch selbst das Lastenrad nutzen konnten für viele unserer Transporte. Wir haben uns oftmals auch Autos aus dem Fuhrpark der Uni geliehen und konnten jetzt Dinge, die der AStA hin und her transportieren musste, auch mit unserem Lastenrad erledigen. Wenn man das Lastenrad sieht, das ist, weiß ich nicht, 4,5 Meter lang, da hat man natürlich erstmal ein bisschen Respekt davor, durch den Straßenverkehr damit zu fahren. Aber ich konnte ja selber auch die Erfahrung machen, man ist da sehr schnell drin und das ist ein unheimlich tolles Fahrgefühl. Ich kann die Anschaffung eines Lastenrads unbedingt allen Städten, Gemeinden, Organisationen empfehlen. Da sie ja für die Privatleute oftmals zu teuer sind, sich ein eigenes zu kaufen. Und dann muss man natürlich die Konditionen da gut halten. Also wir haben es jetzt so gehandhabt, dass der Verleih bei uns umsonst ist. Die Nutzer und Nutzerinnen mussten lediglich eine Kaution hinterlegen. Und ich glaube, auch deshalb wurde das sehr gut angenommen. Von den Studierenden bekommen wir hauptsächlich positive Rückmeldungen. Jeder, der sich das Lastenrad bei uns einmal geliehen hat, der leitet sich meistens noch ein zweites Mal. Ich glaube, ein Lastenrad wäre zu teuer, um es selber zu kaufen. Ich glaube, ich würde es auch nicht genug nutzen, sodass es sich lohnt. Von daher finde ich es super, dass mir sowas als Leihgabe zur Verfügung steht. Und was die Zukunft angeht, wir planen auch, uns noch ein weiteres Lastenrad zu besorgen. Dann eben so ein klassisches mit Kiste oder Korb vorne, damit man auch kleinere Transporte damit erledigen kann.